Unter den Linden, der Phoenix-Talk aus dem Herzen der Hauptstadt mit Christoph Minhoff. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Unter den Linden, hier direkt vom Brandenburger Tor. Ein langer Vorschussbeifall. Vielen Dank dafür schon mal. Der Sport, im Speziellen der Fußball, ist für manche ja so eine Art Ersatzreligion geworden, für andere einziger Lebensinhalt und für viele natürlich ein knallhartes Geschäft. In einem solchen Umfeld sind ethische Fragen wahrscheinlich nur schwer zu platzieren. Gelebte Wirklichkeit im Bann des runden Balles ist stattdessen Spieler von der Öffentlichkeit wegsperren, Maulkorbe verpassen, freie Presse behindern. Und das nicht in irgendeiner Bananenrepublik, sondern gerade jetzt im Moment im Abstiegskampf in der Mitte unseres Landes beim Hauptstadtklub Hertha BSC Berlin. Für den Fußball oder auch die Formel 1, so scheint ein bedeutender Teil der Funktionäre dieser Sportarten zu meinen, gelten offenbar eigene Regeln und Gesetze. Das Geschäft mit den Fernsehrechten ist offenbar too big to fail oder der Ballsport scheinbar systemrelevant und deshalb nicht so richtig kontrollierbar. Fragezeichen. Was darf der Sport und was nicht? Welcher Einfluss soll oder welchen Einfluss soll Politik nehmen oder nicht? Wer instrumentalisiert hier wen oder wen nicht? Viele Fragen zwischen Brot und Spiele an meine beiden Gäste. Ich begrüße Wolfgang Bosbach, CDU. Sie sind Vorsitzender des auch für den Sport zuständigen Innenausschusses des Deutschen Bundestages. Herzlich willkommen. Jein. Also Vorsitzender schon, aber der Sport hat einen eigenen Ausschuss, den Sportausschuss. Aber das Ressort gehört zum Bundesministerium des Innern. So ist es korrekt. Und ich begrüße Christian Ströble. Sie sind, glaube ich, jetzt mittlerweile, das dienstälteste Mitglied im Kontrollausschuss des Deutschen Bundestages mittlerweile, oder? Ja, sowohl das Älteste als auch das Dienstälteste. Wunder. Von Bündnis 90 Die Grünen. Ganz herzlich willkommen. Jetzt ein bisschen holprig, mal sehen, ob es beim Fußball auch so wird. Millionen Deutsche freuen sich auf den Beginn der Fußball-Europameisterschaft. Seit Jahren arbeiten wir darauf hin, wieder mal eine wunderbare Vorrunde. Und jetzt alles steht alles unter einem dunklen Stern und muss möglicherweise boykottiert werden. Ist das Ihre Meinung? Wir müssen zwei Sachverhalte trennen. Das eine ist die Sicherheitslage in der Ukraine, insbesondere vor den Anschlägen der letzten Tage. Aber die alleine jetzt diese Anschläge, so dramatisch sie und ihre Folgen sind, wären jetzt kein Grund, die EM abzusagen. Allerdings muss die Ukraine natürlich die Sicherheit gewährleisten. Auch hier gilt Safety First. Das gilt allerdings nicht nur für die Mannschaften, die Funktionäre, den Reisetrost. Das gilt auch für die Fans. Und deswegen muss jetzt die Ukraine offenlegen, wie die Gefährdungslage tatsächlich ist. Es gibt ja mittlerweile auch Reisehinweise des Auswärtigen Amtes. Also wir haben eine angespannte Lage in der Ukraine. Daneben haben wir das Thema politische Lage. Dort ist ein autoritäres Regime und nicht erst seit gestern. Bis zu dem Boykottaufruf. Es gibt viele gute Gründe, nicht in die Ukraine zu reisen, weil da der Eindruck der Nähe zum Regime entstehen könnte. Aber wir sollten das nicht hier und jetzt entscheiden. Wir sollten die Entwicklung in den nächsten Tagen abwarten, insbesondere im Fall Timoschenko. Und wenn jemand in die Ukraine reist, dann kann man auch deutlich machen, dass man Menschenrechtsverletzungen nicht akzeptiert. Für wen oder was oder gegen wen oder was setzen wir uns da eigentlich ein, Herr Ströble? Ist auf der einen Seite die Sicherheitslage so, dass man Menschen nicht guten Gewissens empfehlen kann, dorthin zu reisen? Und ist auf der anderen Seite die politische Lage so, dass wir sagen, wir wollen nicht, dass man dorthin reist? Also man muss ja sehen, dass dieser Sicherheitsfaktor überhaupt erst in den letzten Tagen dazu gekommen ist, seit da die Anschläge passiert sind. Auch vorher gab es gute Gründe und die Gründe sind ganz einfach. Die Menschenrechte. Gute Gründe, nicht in die Ukraine zu reisen, jedenfalls nicht in der Weise, dass die Ukraine und die dortige Regierung und vor allen Dingen der Präsident aufgewertet wird. Deshalb hat ja kein Geringerer als unser Bundespräsident ja auch seine Reise abgesagt. Das hatte ja noch nichts mit Bombenanschlägen oder Ähnlichem zu tun, sondern da ging es um die Frage, gibt es in der Ukraine politische Gefangene?
gibt es insbesondere gegen das frühe Regierungsmitglied, eine bedeutende Politiker, Frau Timoschenko, gibt es dort Haftbedingungen, die unerträglich sind, die überall verurteilt wird, und kann man ein großes Fest feiern und das Regime aufwerten durch dieses Fest, einfach daneben und zu sagen, das interessiert uns nicht. Nein, ich sage nein. Ganz, ich meine, die Leute tun ja manche jetzt so, als wolle man den Ukrainern Fußballspielen verbieten. Darum geht's nicht. Und es geht auch nicht, dass man da, geht nicht darum, dass man da vielleicht ein Turnier nicht stattfinden lässt. Aber es geht darum, will man das zu einem großen Ereignis machen, was sich dann das Regime, der Präsident, ans Revers heften kann und sagen, guck mal, wie ich aufgewertet bin, guck mal, die Staatsmänner aus ganz Europa kommen dorthin und machen mir den Hof. Das sollte nicht sein. Wir haben ja gerade in Deutschland dazu sehr traurige Erfahrungen mit der Olympiade 1936. Da hätte man vielleicht großen Vergleich. Hätte man vielleicht protestieren sollen, schon damals heftig protestieren sollen, möglicherweise boykottieren sollen. Oder nehmen Sie den Fall Bahrain. Sie haben das ja in Ihrer Anmoderation auch angesprochen. In Bahrain hat das Autorennen stattgefunden, obwohl nebenan Demonstranten zusammengeknüppelt wurden, einer sogar zu Tode gekommen ist und obwohl das Regime, der König dort gesagt hat, ich möchte aufgewertet werden durch dieses Formel-1-Rennen und deshalb muss es stattfinden. Wie weit ist das tatsächlich zu trennen? Inwieweit kann sich der Sport quasi vom politischen Umfeld abkoppeln? Ich meine, die Ukraine hat, oder Polen und die Ukraine, muss man ja sagen, haben ja diese EM zu einem Zeitpunkt zugesprochen bekommen, als die Orangene Revolution auf dem Höhepunkt war. Und das war, sollte ja auch durchaus ein Signal sein, ihr gehört mit zu Europa. Also wie weit kann Sport und Sportpolitik richtig handeln in dem Zusammenhang? Das ist ja ein Dilemma, vor dem der Sport immer steht. Denn es wird ja niemand ernsthaft behaupten, dass die Lage der Menschenrechte in China wesentlich besser ist als in der Ukraine. In keinem Land der Erde gibt es so viele Todesurteile und politische Gefangene wie in China. Und trotzdem, in Kenntnis des Sachverhaltes, hat man die Olympischen Spiele nach Peking vergeben. Sie werden in eine Stadt vergeben, nicht in ein Land. Aber dass Beijing die Hauptstadt von China war, war sicherlich allgemein bekannt. Und natürlich hat man dann immer zwei Herzen in der Brust. Auf der einen Seite wird ein Regime, gerade autoritäre Regime, neigen dazu, die Gelegenheit nutzen, um sich selbst positiv darzustellen. Auf der anderen Seite hofft man natürlich auch, die ganze Welt schaut nach China. Hunderttausende von Touristen, von Sportfans kommen, lernen das Land kennen, kommen ins Gespräch mit Bürgern, mit Journalisten und das Land muss sich öffnen. Es muss ein bisschen liberaler und toleranter werden und vielleicht kann der Sport auch einen kleinen, bescheidenen Beitrag dazu leisten, dass sich die Verhältnisse in dem Land bessern. Das erinnert ein bisschen an die Diskussion, die man hatte, als es noch den Ost-West-Konflikt gab. Früher mal. Es gab die Diskussion, boykottiert man bestimmte politische Verhältnisse oder boykottiert man sie nicht? Es gab die Diskussion, Wandel durch Annäherung, man gerade dadurch, dass man den Kontakt... Was kann man erreichen aus Ihrer Sicht, mit welchen Mitteln? Mit Boykott, mit Nicht-Boykott, mit öffentlichem Auftritt, mit Stellungnahmen? Was will man erreichen, was kann man erreichen? Ja, das ist ambivalent. Dieser Vorwurf kommt ja jetzt gerade auch aus der Ukraine, von der Partei des Präsidenten. Ihr lasst den Kalten Krieg wieder aufleben. Genau. Ich glaube, das will keiner, das will ich auch nicht. Aber die Frage ist doch, soll man eine solche Veranstaltung aufwerten dadurch, dass hervorragende Politiker, dass die Staatsvertreter aus vielen europäischen Staaten dahin kommen? Oder soll man die Gelegenheit nutzen, wie Sie das richtig gesagt haben, auch die Fußballfans, die dahin kommen, die Fußballer, die dahin kommen, dass die solche Zustände im Gefängnis, das Schicksal von Frau Timoschenko, dort problematisieren. Ich bin für beides. Ist das denn denkbar, dass das funktioniert? Also ist denn das überhaupt denkbar, dass im Rahmen dieser EM dann entsprechende Unmutskundgebungen, Bekundungen der Solidarität, wie soll das aussehen? Sollen das Fußballfans machen, die irgendwie da hinkommen mit einer schwarz-rot-goldenen Fahne und
Nein, natürlich ist das möglich. Also wir wissen das auch von anderen Gelegenheiten. Das wurde dann auch immer ganz groß rausgestellt, wenn große Sportspiele in Ländern autoritärer Regime stattgefunden haben, wenn da hervorragende Sportler auch, sei es bei der Siegerehrung, sei es bei Interviews, das nicht verheimlichen. Und ich finde, auch Sportler müssen ein politisches Gewissen haben und sollten auch was für die Menschenrechte tun. Das wird ja auch von Einzelnen gefordert. Und was ich völlig unerträglich fand, jetzt wieder in Bahrain, dass dann der deutsche Spitzenfahrer sagt, das eine ist Politik und das andere ist mein Sport. Das möchte ich nicht. Ja. Sportler sind nicht nur Sportler, sondern sind auch Bürgerinnen und Bürger und sollten das auch deutlich machen. Aber Herr Bosbach hat in einem Punkt ganz sicher recht. Das ist das Beispiel China. Da ist sehr viel in dieser Hinsicht versäumt worden, an Möglichkeiten, auch des offiziellen Protestes, möglicherweise, weil es sich um ein so großes Land handelt, um eine so wichtige Wirtschaftsmacht. Und das darf natürlich überhaupt nicht sein, dass man Unterschiede macht. Einmal ist ein kleines Land, was unbedeutender ist, und andermal ist es eine große Wirtschaftsmacht, mit der man gute Beziehungen haben will. Und da traut man sich da nicht ran, sondern man soll das konsequent durchhalten, Menschenrechte first. Ich frage trotzdem noch mal, was will und was kann man denn überhaupt erreichen? Es ist in der jetzt aufgeheizten Diskussion um die Frage Timoschenko, also ob sie ausreisen darf zur Behandlung, ob sie womöglich sogar freigelassen wird oder so, ist doch die Ukraine oder zumindest die Führungsspitze der Ukraine jetzt in einer Situation, wo sie da doch erst recht nicht mehr nachgeben kann. Also ist sozusagen die Boykottdrohung das richtige Mittel, um am Ende das zu erreichen, was man eigentlich erreichen will? Das ist eine kluge Frage, denn das ist eine kluge Frage, das betrifft ja auch den Zeitpunkt. Ja. Hilft es den Menschen? Hilft es Frau Timoschenko? Wenn wir jetzt sagen, da reist aber überhaupt keiner hin. Es sagen ja auch in diesen Stunden viele ab, die überhaupt nie eine Einladung hatten. Ja. So ähnlich wie Wer wetten das gibt moderieren. Viele, da haben ja auch viele abgesagt, die sind Wolf nie gefragt worden. Eingeladen, ja, bin auch gefragt worden. Mich lädt keiner ein und warum auch. Also es geht ja um die führenden Repräsentanten des Staates, die ja nicht als Privatperson oder als Abgeordnete hinfahren, sondern zum Beispiel als Mitglieder der Bundesregierung. Ich würde erst einmal abwarten, die Entwicklung in den nächsten Tagen und Wochen. Wenn man jetzt absagt, in diesen Stunden, warum sollte dann die Regierung einlenken? Und ich kann verstehen, wenn Sportler sagen, jetzt geht es erst einmal um den Sport. Und während 90 Minuten Fußball gespielt wird, erwartet auch keiner eine politische Demonstration auf dem Platz. Aber Sportler sind populär. Sie haben einen Bekanntheitsgrad wie Spitzenpolitiker. Viele Fans hören auch darauf, was ihre Idole sagen. Und dann kann man die Gelegenheiten nutzen, auch gerade im Ausland einmal, ohne dass man jetzt aggressiv wird, aber mit wohlgesetzten Worten zum Beispiel sagen, Ukraine hat so tolle Fußballfans, ist ein so schönes Land. Was das Land jetzt noch braucht, ist eine tolle, schöne Regierung. Das Problem, was ich ein bisschen sehe, ist, wir haben 2014, glaube ich, eine Eishockey-Weltmeisterschaft in Weißrussland. Ja. Wir haben Olympische Spiele, Winterspiele in Sochi. Wir haben dieses Songfestival in Aserbaidschan. Zum Beispiel. Das kann man aber nicht verhindern, dass das Publikum jetzt Sänger aus Aserbaidschan an die Spitze wählt. Die sind noch nicht olympisch. Ja. Bleiben wir noch mal gerade beim Sport. Nein, aber ist ja nicht vergeben worden, sondern das war das Votum. Aber die Frage ist doch, die sich dann unmittelbar stellt, wenn man sozusagen erwarten muss, dass man einem Land, das politisch nicht demokratisch gefestigt ist, sagen wir mal so, formulieren wir es mal so, dass wir immer vor diesem Problem stehen. Muss es eine schwarze Liste geben, eine rote Liste von Ländern, an denen wir keine sportlichen Großereignisse geben? Wie soll das gehen sonst? Nein, also wir können jetzt nicht bei den Staaten überall dann einen roten Pfeil oder sowas hinmachen und sagen, das nicht. Da werden aber nicht viele überbleiben. Aber wenn das so akut ist wie jetzt in der Ukraine oder wie es vorher in Bahrain gewesen ist oder Sie haben recht mit China, da ist ja nicht nur, dass man sagt, das entspricht nicht unseren Vorstellungen über Demokratie oder über Rechtsstaat oder Ähnliches, sondern wo ganz aktuell, wo auch in Deutschland sich viele drum kümmern, wo sich der Deutsche Bundestag schon mit beschäftigt hat, Zustände sind bei der ehemaligen Oppositionspolitiker, Regierungspolitikerin, die offenbar im Gefängnis gequält wird und die nicht der notwendigen ärztlichen Behandlung zugeführt, wie deutsche Ärzte festgestellt haben. Das ist doch ein anderer Fall, der ist doch ganz nah bei uns. Wissen Sie,
Ich bin Fan der These, dass man sagt, Fußball ist eine wichtige Sache. Hm. Aber ist die wichtigste Nebensache der Welt. Das heißt, Fußball kann nicht über alles gehen, sondern man muss die Menschenrechte, die Politik in solchen Fällen, wo es ganz aktuell uns auf den Nägeln brennt, wo wir uns ohnehin damit befassen, da kann man nicht einfach zur Tagesordnung übergehen und sagen, jetzt feiern wir mal das Fußballfest und umarmen Herrn Staatspräsident und gehen mit ihm aus und lassen uns mit ihm filmen. Das kann nicht sein, sondern da muss man das 2-3 Stufen runtersenken und sagen, diesen Triumph, den geben wir nicht, wenn du hier nicht was für die politischen Gefangenen tust. Aber ist das dann nicht am Ende auch ein ziemlich fader Formelkompromiss? Das heißt, man lässt die Spiele stattfinden und es sind ein paar Leute nicht auf der Tribüne. Also ich überspitze das ja oder formuliere das jetzt bewusst überspitzt. Damit wird man, oder kann ich mir kaum vorstellen, dass man damit das eigentliche Ereignis wirklich beeinträchtigt oder zumindest einen Einfluss darauf hat, was sich im Lande, was im Lande passiert. Nehmen wir doch mal das Beispiel China, weil da wissen wir ja, wie es war. Wie es jetzt sein wird, wissen wir ja noch nicht 100%. Auch damals sind die führenden Repräsentanten der Bundesrepublik Deutschland den Eröffnungsfeierlichkeiten der Olympischen Spiele ferngeblieben. Es hatte auch vorher den Eklat gegeben mit dem Besuch des Dalai Lama. Bei der Hannover-Messe zu. Während der Hannover-Messe waren ja auch nicht die Olympischen Spiele. Nein, wir sind nicht dahin gefahren, aber der Bundespräsident war bei der Eröffnung der Paralympics. Das hat sicherlich hier für mehr Aufmerksamkeit gesorgt als in China. Deswegen wäre es ja auch wichtig, wenn die europäischen Nationen zusammenblieben. Wenn alle Repräsentanten der Länder, die sich qualifiziert haben für die EM-Endrunde in Polen und der Ukraine, hinfahren, nur Deutschland nicht. Naja, das wäre kein besonders starkes Signal. Aber wenn alle westlichen Demokratien sagen würden, so nicht, das wäre ein Signal, was auch weltweit Beachtung finden würde. Aber machen wir uns nichts vor. Beispiel, was ja nicht ganz ausgeschlossen ist, wir haben ein Endspiel Spanien-Deutschland und alle Repräsentanten Spaniens sitzen auf der Tribüne und die Plätze Deutschlands bleiben leer. Wäre das auch kein gutes Signal. Und außerdem kann man auch in die Ukraine fahren, ohne sich mit dem dortigen Regime gemein zu machen, abends noch einen trinken zu gehen oder schöne Filmaufnahmen. Man kann mit Worten und Gesten deutlich machen, dass man zu diesem autoritären Regime den größtmöglichen Abstand hält. Und im Übrigen müssen wir aufpassen, das haben Sie nicht so gesagt, aber die öffentliche Berichterstattung neigt etwas dazu. Selbst wenn Frau Timoschenko, was wir alle hoffen, entlassen wird und zur ärztlichen Behandlung nach Deutschland oder nach Berlin kommt, in die Charité, haben wir nicht alle Probleme mit politischen Gefangenen in der Ukraine gelöst. Uns müssen auch die politischen Gefangenen am Herzen liegen, die nicht weltweit bekannt sind. Ja. Nicht richtig, da gibt es eine ganze Menge. Und wir müssen lernen eigentlich aus den Erfahrungen, die uns ja sehr peinlich um die Ohren gehauen worden sind, etwa mit den Despoten in Nordafrika. Da haben wir die alle hofiert, Mubarak und wen auch immer, die ganzen Staatschefs. Gaddafi hat erzählt und in Paris. Ja, Gaddafi sowieso. Über Jahrzehnte und sind zu großen Feiern und so weiter hingegangen. Dann wurden die von der Bevölkerung gestürzt und dann waren plötzlich alle der Meinung, das waren ganz, ganz üble Leute, mit denen hätte man sich nie einlassen können. Irgendwann müssen wir doch mal lernen, in der Zeit, in denen sie wichtig sind, in denen sie ihre Untaten, ihr politisch völlig unerträgliches Tun, in der Zeit auch da Farbe bekennen. Das heißt ja nicht, dass man überall die Beziehung abbricht. Das ist wahrscheinlich auch nicht richtig. Sondern, dass man jedenfalls alles, was die aufwertet, unterlässt. Und das ist jetzt hier bei der Fußball-Europameisterschaft eine gute Gelegenheit. Aber zeigt sich nicht, dass sozusagen ethische Ignoranz, nenne ich das jetzt mal, sich am Ende nicht möglicherweise auch rechnet? Nehmen wir die gerade angesprochenen Chinesen, die haben jetzt etwas weniger Probleme, mit Despoten in dieser Welt Geschäfte zu machen. Sport ist längst ein großes Geschäft. Kann man den Sport denn in dieser Frage auch komplett ausnehmen? Es ist jetzt nicht so, dass wir nicht auch Geschäftsbeziehungen zu Staaten pflegen, die unter dem Aspekt Menschenrechte jedenfalls nicht in der ersten Liga spielen, um mal im Terminus zu bleiben. Ich kann verstehen, dass der Sport selber sagt, wir wollen hier nicht Anhängsel der Politik sein. Ich bin selbst der Auffassung, die Politik, insbesondere die Parteipolitik, sollte sich aus dem Sport schön heraushalten. Wir fördern ihn auf Bundeslande und kommunaler Ebene in vielfältiger Weise. Aber man muss nicht auch noch auf den sportpolitischen Einfluss nehmen. Aber der Sport ist natürlich eine riesengroße Bewegung weltweit, die Milliarden Menschen fasziniert.
Und nehmen Sie mal, das ist schon Jahrzehnte her, die Ping-Pong-Diplomatie zwischen China und den USA. Auch da hat der Sport dazu beigetragen, dass die Schweiz als erstes Land nach dem Zweiten Weltkrieg gegen uns wieder ein Länderspiel ausgetragen hat. War doch nicht nur eine sportliche Begegnung, das war auch ein wichtiges politisches Signal. Also der Sport hat auch immer politische Akzente gesetzt. Aber wer kontrolliert sich hier wie gegenseitig? Also die Sportfunktionäre, die solche Entscheidungen treffen über Austragungsorte, treffen ja damit, das sagen Sie ja damit auch, die treffen ja eine politische Entscheidung. Ja, sie unterliegen aber, wenn ich das auch grob so sagen darf, nicht wirklich einer demokratischen Kontrolle. Da haben wir jedenfalls auch schon traurige Erlebnisse, was die internationalen Organisationen des Sportes anbelangt, erlebt. Muss es da irgendeine Verbindung geben? Muss es da eine bessere Abstimmung geben? Wie kann man dieses Problem lösen? Sonst stehen wir immer wieder vor dieser Frage. Also ich bin dagegen, dass der Deutsche Bundestag sowas entscheidet oder die Bundesregierung oder die Politik insgesamt. Macht die Sache nicht besser. Nein, eben. Die Entscheidungen würden wahrscheinlich nicht besser ausfallen, weil da spielen ja häufig politische Spiele dann eine erhebliche Rolle. Gibst du mir deins, gebe ich dir deins und so. Also das will ich auf gar keinen Fall. Aber trotzdem müssen wir natürlich auch an die Sportoberen, die Sportfunktionäre, die das entscheiden, appellieren können und politische Forderungen stellen können, dass sie eine Sensibilität dafür haben, wie alle anderen Bürgerinnen und Bürger auch. Politik ist doch nicht nur Sache der Politiker. Politik muss die Sache auch der Wirtschaftskapitäne sein und natürlich auch der Sportfunktionäre. In Bahrain gab es das Rennen aus einem einzigen Grunde. Es gab da entsprechende Fernsehrechte abzuarbeiten. Es gab klare vertragliche Vereinbarungen. Da spielten doch Fragen der Ethik, der Demokratie oder Sonstiges überhaupt gar keine Rolle. Das Und deswegen steckt man in dem Dilemma, sobald die Verträge unterzeichnet sind. Es kann mal revolutionäre Entwicklungen geben, die man nicht vorhersehen kann. Im Falle Bahrain war es nicht so. Das heißt, schon zum Zeitpunkt, als man die Verträge unterzeichnet hat, wusste man doch um die Qualität des dortigen Regimes. Aber wenn man einen Vertrag unterschrieben hat, dann kann man ja nicht hinterher sagen, das haben wir alles nicht gewusst. Das muss man sich vorher überlegen. Nein, also ich meine, in Bahrain, das sehe ich noch anders als die Ukraine, in Bahrain hätte man das nicht mehr stattfinden lassen dürfen. Also wenn gleichzeitig große Teile der Bevölkerung auf der Straße sind, wenn gleichzeitig gegen diese Bevölkerung mit äußerster Brutalität und Gewalt vorgegangen wird, wenn gleichzeitig sogar ein Mensch zu Tode kommt, da im Rahmen der Demonstration, genau weiß man ja nicht, wie das passiert ist, dann kann man nicht sagen, wir feiern hier und drei Straßen weiter oder ein bisschen weiter außerhalb, wo man es nicht so wahrnehmen soll, da opfern sich die Menschen für demokratische Rechte. Das kann nicht sein, so in der Ukraine haben wir jetzt, wie es richtig ist, nicht nur Frau Timoschenko, sondern die politischen Gefangenen insgesamt. Wir müssen die ganz dringende Forderung stellen, dass sich da was ändert, dass die fairen Prozesse bekommen. Und wer muss die Forderung stellen? Was ist mit FIFA, was ist mit UEFA? Ist das, was da bisher gesagt wurde, wie bisher argumentiert wurde, für Sie ausreichend? Also eins geht nicht, dass sich die Politik hinter dem Sport versteckt. Weder hinter dem DFB noch hinter der UEFA oder der FIFA. So geht's nicht. Das ist zunächst einmal Sache der politisch Verantwortlichen. Aber ich habe es gerade in anderem Zusammenhang erwähnt. Wenn ein Land antritt, ist das nicht besonders mächtig und wirkungsvoll. Denn in Kiew würde man sofort sagen, die Deutschen ja, aber die anderen verhalten sich völlig anders. Aber wenn alle Länder, alle Regierungen der Staaten, die sich qualifiziert haben, antreten würden, dann hätte das ein ganz anderes politisches Gewicht und würde weltweit Beachtung finden. Dann kann man wirklich Druck ausüben. Na, es geht auch um uns. Also ja, sicher um uns auch. Zwei. Es aber geht es auch um den Deutschen Bundestag. 16 Länder antreten. Wir sind die Vertreter der Bevölkerung in Deutschland. Und wenn wir uns zu Wort melden und sagen, so geht das nicht und da gehen wir jetzt nicht hin, um das deutlich zu machen, wir wollen nicht, dass ihr aufhört, Fußball zu spielen und wir wollen, dass da guter Fußball gespielt wird, aber nicht den Glamour, den Glanz einfangen für das Regime. Aber die Diskussion dreht sich ja weiter und immer schneller, immer schneller, immer schneller. Am Anfang gab es mal einen Aufruf, die Politik sollte sozusagen boykottieren, dann drehte sich das Spiel immer weiter. Mittlerweile gibt es auch Forderungen, die ganze EM platzen zu lassen oder zumindest nicht in der Ukraine stattfinden zu lassen oder ganz in Polen oder ein Stück in Deutschland. Und das führt ja zu einer Verunsicherung, die ist ja bemerkenswert. Es wäre natürlich schön, wenn man auch mal
am Rande daran erinnern würde, dass sich unsere Nationalmannschaft in sportlich übrigens glänzender Weise qualifiziert hat. Hm. Und dass wir jetzt nicht politische Debatten führen auf dem Rücken der Mannschaft und der Fans. Sie können eine Fußball-Europameisterschaft vom Termin und vom Standort her nicht verlagern, was weiß ich, wie die Reibekuchenkirmes in Odenthal-Holz, die findet dann am nächsten Wochenende statt. So geht das nicht. Das sind umfangreiche Planungen. Und wenn man dann sagt, ja, dann, wir halten Polen, jetzt ist das das westliche Teilnehmerland, der Ukraine liegt östlich, dann ist eben Polen das östliche Veranstalterland. Und der westliche Teil findet dann bei uns statt. Ja, liebe Leute, so einfach ist die Welt nicht. Man kann nicht einfach den Veranstaltungsteil Ukraine übertragen auf die Bundesrepublik Deutschland. Das ist ein ganz komplizierter Prozess. Wahrscheinlich wäre es einfacher, die EM zu verschieben. Aber ich sage es noch einmal, wenn die Sicherheitslage es zulässt, kann ich mir nicht vorstellen, dass wegen der politischen Umstände jetzt, die sich nicht wesentlich unterscheiden von den politischen Verhältnissen des vergangenen und des vorvergangenen Jahres, dass man die EM einfach absagt. Okay. Also organisatorische Schwierigkeiten, da widerspreche ich Ihnen, dürfen nicht das Problem sein. Wenn es politisch, menschenrechtlich geboten wäre, wäre ich auch dafür, das abzusagen. Sind Sie denn dafür, das abzusagen? Nein, ich bin nicht dafür, das abzusagen, aber aus inhaltlichen, auch aus menschenrechtlichen Gründen, weil ich glaube, dass die Einwirkungsmöglichkeiten auch, gerade auch für die politischen Gefangenen, größer sind, wenn das stattfindet, wenn das man den Glamour da wegnimmt und dann versucht, durch möglichst viele Kontakte und Aufmerksamkeit, Erregung, demonstrative Akte, die Gelegenheit zu nutzen. Aber das Organisatorische, das ließ sich bewältigen und Geld kann man dabei auch verlieren. Das ist auch nicht der entscheidende Punkt. Das Wichtigste ist, wie kann man am meisten für die politischen Gefangenen, für die Menschenrechte tun? Es fällt auf, dass es ist ja eine Doppel-EM sozusagen, also zwei Länder richten sie aus. In Polen hat man bisher oder aus Polen hat man bisher noch nicht sehr scharfe Worte in Richtung Ukraine gehört. Ist das ein natürliches Verhalten oder würden Sie sich was anderes wünschen? Also ich kann das verstehen. Es sind ja nicht zwei halbe Fußball-Europameisterschaften. Das ist eine Fußball-Europameisterschaft in zwei Ländern. So hatten wir es bereits in der Vergangenheit. Man kann sich ja einmal die Staaten angucken, die gegen das Veranstalterduo Polen-Ukraine verloren haben. Das waren auch nicht alles lupenreine Demokratien. Oder vielleicht würde Gerhard Schröder sie so bezeichnen. Aber wir beide hier, oder wir drei am Tisch, vermutlich nicht. Und es hat ja auch schon in anderen Staaten, also zwei verschiedenen Ländern gleichzeitig, eine Europameisterschaft gegeben, Österreich, Schweiz. Und dass die Polen dann nicht in Konfrontation gehen möchten zu den Mitveranstaltern Ukraine, das kann ich verstehen. Wissen Sie, wir haben ja auch bald, ich bin ja auch Mitglied des Auswärtigen Ausschusses, und ich fände es gut und richtig, wenn der Auswärtige Ausschuss sich mit so einem Problem beschäftigt, was ja auch ein außenpolitisches Problem ist. Gerade wenn man jetzt aus dem Bundeskanzleramt hört, dass da bestimmte Empfehlungen gegeben werden sollen und so. Halten Sie das für richtig oder falsch? Das wollte ich... Natürlich darf sich auch die Bundeskanzlerin dazu ihre Meinung sagen, soll sie sogar. Aber ich erwarte natürlich, das sind ja die politisch Handelnden, die Regierung. Und ich denke, man sollte gerade im Auswärtigen Ausschuss auch darauf hinwirken, dass man jetzt nicht nur abwartet und guckt und ab und zu mal einen Kommentar abgibt, sondern dass man die Mittel der Außenpolitik nutzt in anderen Staaten. Dazu gehört auch das Land, von dem Sie gesprochen haben, das heißt auch Polen, aber auch in anderen Staaten, die dort mit Fußballmannschaften vertreten sind, dass man sagt, so lasst uns doch versuchen, wenigstens einen Großteil irgendwie unter einen Hut zu bringen, dass man da ein gemeinsames Vorgehen macht. Das wäre eine außenpolitische Initiative, die ich für richtig halte. Jetzt sind solche sportlichen Großveranstaltungen, Fußball-Europameisterschaften, Weltmeisterschaften ohnehin, ja sowieso unter dem Sicherheitsaspekt nicht immer ganz unproblematisch. Fußballfans gehören nicht immer grundsätzlich zu denen, die sich pazifistisch und gewaltfrei geben, sondern ganz im Gegenteil, dort gibt es leider... Fußballfans schon. Die wahren Fußballfans, einigen wir uns da drauf. Aber diejenigen, die dort anreisen, um das Ereignis für sich einzunehmen, haben leider in der Vergangenheit häufiger schon mal zu ganz furchtbaren Dingen geführt. Wie kann man sich das vorstellen? Wie soll das funktionieren? Man veranstaltet in einem Land, dem man vorwirft, hier besonders, was die Sicherheitsorgane anbelangt, besonders hart gegen die eigene Bevölkerung vorzugehen. Und dann kommen da auch noch die gewaltbereiten
Minderheiten Hooligans an? Wie soll denn das funktionieren? Wir haben in der Gewalttäterdatei Sport in Deutschland etwa 8000 Personen registriert. Das sind für mich jedenfalls in den Hardcore-Fraktionen keine Fußballfans, sondern das sind Schläger, das sind Kriminelle, die eine Sportveranstaltung, ein Fußballspiel zum Anlass nehmen, um Gewalt auszuüben. Wir wissen ja auch aus einigen Vorfällen der letzten Jahre, dass darunter viele sind, die überhaupt keine Eintrittskarte haben. Zum Beispiel, weil sie Stadionverbot haben und sich trotzdem dann unter die sogenannten Fans mischen, um dann eben die Konfrontation zu suchen. Wir machen Gefährderansprachen, rustikal formuliert Hausbesuche. Es kann auch Passentzüge geben für wenige Tage. Wir machen Grenzkontrollen. Also bei Großveranstaltungen sieht das ja sogar zur Gefahrenabwehr der Vertrag von Schengen vor. Das hat auch nichts mit Einschränkung der Reisefreiheit in der EU zu tun, sondern mit Gefahrenabwehr. Aber nicht, dass wir jetzt ein falsches Bild stellen. Solche sehr umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen hat es auch bei uns gegeben, würde es auch bei uns geben, wenn wir wieder mal eine Europameisterschaft oder eine Weltmeisterschaft veranstalten sollten. Das ist im wohlverstandenen Interesse aller, die das Land besuchen und die hier an den Veranstaltungen teilnehmen. Die Frage, die ich mir stelle, ist, man wird ja nicht umhinkommen, um genau solche Gewalt zu verhindern, die von Hooligans ausgeht, mit den Sicherheitsbehörden in der Ukraine zusammenzuarbeiten. Wie kann ich mir das denn jetzt vorstellen? Also auf der einen Seite sagt die Politik, wir boykottieren dieses Ereignis. Auf der anderen Seite sagt man aber, wir helfen aber den Sicherheitsbehörden, um dort die Sicherheit zu garantieren. Wie soll das funktionieren? Also es hat bisher, glaube ich, noch keiner vorgeschlagen, die diplomatischen Beziehungen oder sonstigen Beziehungen zu der Ukraine abzubrechen. Das hat auch, der Bundespräsident nicht gemacht, sondern der hat gesagt, ich verschiebe meine Reise, die ich ursprünglich jetzt vorhatte, die findet jetzt nicht statt. Das ist auch richtig. Das heißt, wir haben ja auch, das haben wir ganz am Anfang ja schon angesprochen, wir haben ja über die Hooligans hinaus bisher möglicherweise auch ein weiteres zusätzliches erhebliches Sicherheitsproblem. Also wenn da Sprengsätze hochgehen, man weiß ja nicht genau, was da dahinter steckt, was das eigentlich ist. Es gibt ja Leute, die sagen, das ist regimenah, andere sagen, das ist die Opposition, vielleicht sind es Dritte, keiner weiß es genau. Ja. Aber dass auch in diesem Bereich natürlich, der ja vielleicht sogar ganz entscheidend werden könnte, wenn das so weitergeht, dass es da eine Zusammenarbeit gibt und man Informationen austauscht, um jetzt zu klären, was ist da wirklich dahinter. Ich würde mir wünschen und auch den Ukrainern jetzt raten, gerade bei der Aufklärung solcher Sachen, bis hin zu der Aufklärung des Schicksals der politischen Gefangenen, ein bisschen die internationale Gemeinschaft zu suchen und zu sagen, wir binden euch da ein, damit das nicht allein nur Verlautbarungen des Regimes dann sind. Das sind die Schuld und das sind die Schuld und da ist gar nichts passiert, sondern dass man bei der Vorbereitung eines so wichtigen internationalen Ereignisses, wie das die Fußball-Europameisterschaft sind, auch international zusammenarbeitet. Das heißt, auch ein internationales Renommee dafür einspannt, um da zu klären, was ist da wirklich? Was ist da passiert? Was ist dahinter? Ich gehe davon aus, dass Sie das ohnehin wahrscheinlich auch im Zusammenhang mit diesen Bomben- oder Sprengstoffanschlägen geht. Auch Russland spielt da ja eine ganz erhebliche Rolle, auch die werden ja ein Interesse dran haben. Ist die nächste spannende Geschichte, dass man ja immer gesagt hat, diese Janukowitsch stehe vor allen Dingen Russland nahe und sei von Russland auch mehr oder minder, oder Russland habe geholfen, dass er dann am Ende bei einer Wahl immerhin an die Macht gekommen ist. Russland spielt aber jetzt eine überraschende Rolle. Die haben sich eigentlich dem Protest massiv angeschlossen. Können Sie das irgendwie, wie kann man sich das erklären? Warum? Was steckt da dahinter? Warum hat sich Russland denn so eindeutig positioniert? Das ist zunächst einmal in der Sache selber erfreulich, denn ich glaube, dass das registriert wird in der Ukraine, auch von dem dortigen Regime, lenkt aber natürlich auch etwas von der Situation in Russland selber ab. Aber wenn jetzt Janukowitsch von zwei Seiten unter Druck gerät, auf der einen Seite von dem direkten Nachbarn Russland und auf der anderen Seite nicht nur, aber auch von Deutschland, dann kann ich mir auch vorstellen, dass wir in den nächsten Tagen noch eine interessante Entwicklung haben werden. Vor allen Dingen widerlegt das ja die These, die jetzt von der Regierungspartei ausgegeben wird,
dass das irgendwie eine Fortsetzung des Kalten Krieges ist. Also ja, wenn Russland dieselbe Kritik hat und relativ drastisch äußert, vielleicht sogar selber auch Maßnahmen ergreift, dann passt das ja nicht mehr. Was ist denn eine Entwicklung, die wir jetzt realistisch überhaupt erwarten können noch bis hin zum Beginn der Europameisterschaft? Was kann sich noch tun? Frau Timoschenko könnte freigelassen werden. Ist da nicht auch die Gefahr, das hat ja einen sehr großen symbolischen Wert, dass selbst wenn man dieser Forderung des Westens nachkäme, dass danach die Diskussion dann auch final beendet ist? Das wäre bedauerlich. Es wäre gut, wenn Frau Timoschenko ausreisen könnte, zumindest zur medizinischen Behandlung hier nach Deutschland, in Berlin, in die Charité. Es wäre ein Symbol, nicht mehr, aber das würde ich auch nicht zu gering schätzen. Wir müssen nur aufpassen. Ist es ein prominenter Gefangener, dann richten sich alle Scheinwerfer auf ihn und hat große Solidarität und Unterstützung. Sind es 100 oder 1000, die niemand kennt, dann wendet sich der Westen wieder ab. Dieses Phänomen kennen wir auch aus anderen Zusammenhängen. Ist ein Land klein und unbedeutend, dann kann man ganz anders mit ihm umgehen, als wenn der erwachende Riese China als Weltmacht vielleicht unter Menschenrechtsgesichtspunkten viel problematischer ist. Aber dann müssen wir nicht nach China für gehen. Hat das Land viel Öl? Sind wir vorsichtiger? Wer weiß, wofür wir es noch mal brauchen? Hat das Land kein Öl? Das ist aber sehr erschütternd, was Sie hier gerade sagen. Deswegen sage ich ja, Menschenrechte sind unteilbar. Und deswegen muss man aufpassen, dass man überall die gleichen Maßstäbe anlegt und dass diese Maßstäbe nicht je nach Größe, Wirtschaftsmacht und Bodenschätze verrutschen. Aber dann darf man sie ja nicht nur an den Sport anlegen, dann müsste man sie ja auch beispielsweise an die Fragen des wirtschaftlichen Miteinanders richten. Ja, da wird es wahrscheinlich bei Herrn Bosbach ein bisschen ruhiger dann. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nur wir glauben doch auch immer, dass auch wirtschaftliche Beziehungen dazu dienen können, nicht mehr, aber dazu dienen können, dass sich Länder öffnen, dass sie marktwirtschaftlicher werden, dass sie demokratischer werden, dass über den Austausch von Waren und Gütern es auch einen Austausch von Personen gibt, dass auf diese Weise, wie beim Sport, auch ein innerstaatlicher Wandel vollzogen werden kann. Diese Hoffnung ist damit immer verbunden. Ja, aber das ist nur anders beim Sport. Mit wirtschaftlichen Beziehungen können Sie auch ein Land ungeheuer stärken, können Sie ein Regime stärken in einer Situation, das ist ja beim Fußball, außer jetzt für die sportliche Ebene, dann nicht so entscheidend der Fall. Nein, also in diesem Punkt, dass die Menschenrechte sind unteilbar und dass man sie nicht einmal mit heftigsten Reaktionen versucht umzusetzen, beim anderen mal ganz vorsichtig ist und zurückhalten, da bin ich völlig auf seiner Seite. Da habe ich überhaupt keine Probleme und ich sehe leider, dass da große, große Fehler immer wieder gemacht werden, die auch den Eindruck, auch bei der Bevölkerung den Eindruck, den richtigen Eindruck erwecken, dass man häufig mit zweierlei Maß. Sie wissen ja noch, Herr Ströbele, wann das war, als man versucht hat, das Rüstungsboykott gegen China aufzuheben. Das war nicht wir. Ja gut, das ist auch danach ganz heftig gemacht worden. Ist denn, wenn jetzt möglicherweise der Verzicht deutscher Politiker, Spiele live zu sehen oder nur im Fernsehen zu sehen und nicht auf der Tribüne, nicht wirklich wirksam sein sollte, gibt es denn andere Maßnahmen, die man noch ergreifen kann bis zur EM oder nach der EM, um tatsächlich zu einer Veränderung der Politik in der Ukraine zu kommen? Es gibt ja da Vorschläge. Ja, noch einmal, ich fürchte, wenn die Bundesrepublik Deutschland, so groß und so wichtig im Herzen Europas sie ist, alleine bleibt, werden wir nicht den gewünschten Erfolg erzielen. Ja. Was wichtig ist, ist ein gemeinsames, entschlossenes und geschlossenes Auftreten und dass sich die Länder nicht auseinanderdividieren. EU-Assoziierungsabkommen wurde bereits wäre eine... Ja, da bleibt erst mal liegen. Bleibt liegen oder soll liegen bleiben? Soll liegen bleiben. Ja, natürlich. Voraussetzung für EU-Mitgliedschaften oder Näherrücken ist ja, das erleben wir auch bei der Türkei, immer auch die Menschenrechtsfrage. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der EU sich nähern oder gar Mitglied werden kann man nur, wenn man die Menschenrechtsfrage ernst nimmt. Und wenn Scheindemokratien. Ja, auch wenn zu. Also das muss da natürlich auch gelten. Aber lassen Sie mich da noch einen Punkt sagen. Ist das denn wirklich offizielle Politik unseres Landes oder ist das irgendwie der Wunsch, dass es so sein sollte? Das ist die offizielle Politik, wie sie deklariert wird. Leider trifft das nicht immer zu. Und lasse mich nur ein Argument noch mal aufgreifen, was in der Öffentlichkeit kommt. Also da dürfen
sollen möglichst alle Minister nicht hinfahren, möglichst die Abgeordneten und andere Politiker auch nicht. Aber einer darf und soll, nämlich der Bundesinnenminister. Und jetzt kommt die Begründung. Einmal, weil er für den Sport zuständig ist, da kann man noch drüber diskutieren. Aber das andere, weil er so ein heftiger Fußballfan ist, deshalb darf er da hinfahren. Das ist nur das allerletzte Argument. Wer hat das denn gesagt? Ja, das habe ich gelesen. Ja, das war in Ihrem Parteiorgan oder wo? Nein, wir haben kein Parteiorgan. Also, das kann natürlich überhaupt kein Argument sein, weil ich nehme an, dass Maas, wer ist nun der richtige und der heftigste Fußballfan? Also Hans-Peter Friedrich hat gesagt, dann möchte er auch, es ist Bedingung für ihn, dann möchte er auch, wenn sie dann nicht hier ist, Frau Timoschenko in der Haft besuchen. Und Hans-Peter Friedrich, ich kenne ihn lang und gut genug, ist der Letzte, der sich mit einem solchen Regime in irgendeiner Weise gemein machen oder es hofieren würde. Das soll er jetzt nicht entscheiden, es gibt überhaupt keine Reisepläne. Das heißt, wir warten jetzt einfach die Diskussion der nächsten Tage noch mal ab oder wir warten ab, dass irgendwie die Regierung in der Ukraine irgendein Zeichen setzt? Beides. Oder kein... Beides. Nein, ich bin dafür, dass man jetzt Tacheles redet, klar sagt, was man nicht tut, nämlich dass die Politiker, dass die Leute, die das aufwerten können, das Regime aufwerten, den Präsidenten aufwerten, da nicht hinfahren, wenn sich bis zur Fußball-Weltmeisterschaft nicht, Europameisterschaft nicht Entscheidendes ändert. Glauben Sie, dass sich daran auch sozusagen an diesem Maximum dessen, was wir androhen, noch was ändern wird? Oder ist es das dann auch am Ende und damit auch absehbar für die Handeln in der Ukraine, dass es so schlimm oder der Worst Case nicht eintreten wird? Wenn Deutschland alleine bleibt, werden wir in Kiew keine große Wirkung erzielen. Man wird immer darauf hinweisen können, dass 13, 14, 15... Ja, es gibt gar keine Hoffnung, dass sich andere anschließen im Moment, oder? Ja, darüber muss man ja erst sprechen. Darüber muss man auch mal im Deutschen Bundestag diskutieren. Da muss man Öffentlichkeit herstellen. Und je weniger sich die Parteien hier auseinander dividieren lassen in der Frage... Den Eindruck hatte ich heute nicht. Ja, das ist auch... bleibt immer noch genug Streit übrig. Ja. Also, wir haben immer noch genug Sendungen hier, wo man sich streiten kann. Aber ich finde es auch gut, dass es politische Themen gibt, wo es über Fraktions- und Parteigrenzen hinweg gemeinsame Anliegen gibt. Vielleicht hier und da andere Nuancen, aber im Kern ist man sich einig. Und das ist in der Demokratie nicht das Schlechteste. Und man muss die engen Beziehungen noch enger gestalten zu der politischen Opposition. Es gibt ja auch in der Ukraine, das darf man ja nicht vergessen, viele, die sich engagieren unter Risiko für ihre Sicherheit, möglicherweise für ihr Leben. Auch für die politischen Gefangenen dort. Und da kann man sehr, sehr viel tun, auch an Herstellung von Öffentlichkeit. Das ist das Einzige, was sie schützt. Ne? Also ich finde, da sollten wir was tun. Da sollten die politischen Organe, Bundestag, Bundesregierung und so alles Mögliche tun. Und ich bin auch gar nicht so pessimistisch. Ich glaube nicht, dass die anderen europäischen Länder da einfach sagen, ist uns egal, wir feiern da feucht und fröhlich und wie auch immer. Ich weiß nicht, ob sie Grund haben zum Feiern, das werden wir ja noch sehen. Ja. Aber wir lassen uns davon gar nicht beeindrucken. Das glaube ich nicht. Also da gibt es auch andere Länder, die da sehr sensibel sind. Also ich fasse mal grob zusammen. Wir lassen das sportliche Ereignis trotzdem das sportliche Ereignis sein und dürfen uns trotzdem freuen über das sportliche Ereignis. Wir distanzieren uns aber am Ende klar von dem, was dort politisch in diesem Lande derzeit passiert. Habe ich das richtig zusammengefasst? Je nach Ergebnis wird die Freude groß oder weniger groß sein. Das werden wir erleben, wahrscheinlich in diesem Sommer. Vielen Dank für die einordnenden Worte hier in dieser doch sehr aufgeregten Diskussion, die jetzt sehr stark oder sehr aufgeregt wurde, also nicht hier am Tisch, aber in den letzten Tagen in dieser Republik. Danke und Sie bleiben bitte bei Phoenix. Bis nächste Woche.